Rein ins Wochenende mit RTV Kompakt und am Freitag mit diesen Themen. Wegen Überholmanöver, 40 Tonner kippt in den Graben. Wegen Verbundenheit, Eibenstock sucht Stadtschokolade. Und wegen Verkehrsaufkommen, Konzeption für 15 Jahre. Glück auf! Der 13. August ist 2021 ein Freitag. Wir hoffen, Sie haben diesen Tag unbeschadet überstanden, obwohl man ja solche Unglückstage auch nur dann bemerkt, wenn man dran glaubt. Der 13. August ist aber auch ein denkwürdiger Tag. Heute, vor 60 Jahren, wurde begonnen, die Grenze zu Westdeutschland zu schließen. Heute ist dieser 13. August auch als Tag des Mauerbaus bekannt. Und ganz aktuell ist 2021, der 13. August, auch ein Tag, an dem einer, der nach dem Mauerfall wirklich was bewegte, gestorben ist. Unsere Nachrichten. Er war der erste Ministerpräsident Sachsens nach der Wiedervereinigung und Neugründung des Freistaates Sachsen. 12 Jahre lang hat er den Wiederaufbau des Bundeslandes verantwortet und wichtige Grundsteine für einen leistungsfähigen und modernen Freistaat gelegt. Nun ist Kurt Biedenkopf im Alter von 91 Jahren im Kreise der Familie gestorben. König Kurt und seine Frau Ingrid waren bei den Sachsen beliebt wie kaum ein anderes Ehepaar. Seit der 15. Internationalen Feuerwehrsternfahrt 2003 ehrt sie im heutigen Bad Schlema auf dem Hammerberg eine Gedenktafel. Bei der Enthüllung würdigte der damalige Bürgermeister Konrad Barth deren besonderen Anteil an der Entwicklung auch der hiesigen Region seit der Wende. Bei der Renaturierung der Bergbaugebiete in Bad Schlema mussten anfangs hohe bürokratische Hürden genommen werden. Kurt und Ingrid Biedenkopf setzten sich persönlich für eine schnelle Umsetzung der Vorhaben ein. Während und nach seiner Amtszeit war Kurt Biedenkopf fortwährend dem Erzgebirge verbunden. Der Ort, an dem der Gedenkstein steht und von dem aus ein herrlicher Blick auf die Kurbadgemeinde ermöglicht wird, ist bereits als Biedenkopfblick dem Ehepaar gewidmet. Eine ganze Region verneigt sich vor einem Ausnahmepolitiker. Danke, König Kurt. Dem sächsischen Innenministerium sind seit Jahresbeginn 7 weitere Verdachtsfälle mit Bezug zum Rechtsextremismus bei der Polizei bekannt geworden. Das ist das Ergebnis der neuesten kleinen Anfrage der für Innenpolitik zuständigen linken Abgeordneten Kerstin Köditz zu diesem Thema. Sie erklärte dazu, die Vorfälle umfassen unter anderem eine unangemessene Reaktion auf eine einschlägige Abbildung in einer Chatgruppe, vertrauenswürdige und rassistische Äußerungen gegenüber Bürgerinnen und Bürgern, ferner Kontakte zur Reichsbürgerszene sowie zu Personen, die dem Rechtsextremismus zuzurechnen sind. Überprüft wird derzeit auch ein Beamter, der die sogenannte Erfurter Resolution unterzeichnet haben soll, die als Gründungsdokument des völkisch-nationalistischen und längst vom Verfassungsschutz beobachteten AfD-Flügels gilt. Social-Media-Beiträge der gleichen Person würden zudem Zweifel an der Verfassungstreue aufkommen lassen, heißt es in der nun vorgelegten Auflistung. In 3 Fällen seien bereits Disziplinarverfahren eingeleitet worden. In einem Fall wurde zudem wegen des Vorwurfs der Beleidigung eine noch nicht rechtskräftige Geldstrafe per Strafbefehl verhängt. Die Gesamtzahl der Fälle summiere sich mittlerweile auf 49. Mit Spannung werde darum die Fortschreibung des Berichtes der Koordinierungsstelle Extremismusprävention und Bekämpfung erwartet. Als Einzelfälle könne das jedoch nicht mehr eingeordnet werden, so Köditz. Es grenzt an ein Wunder, dass bei diesem Unfall nicht mehr passiert ist. Am Donnerstagnachmittag war dieser 40-Tonner auf der Staatsstraße 223 bei Birnischen in den Straßengraben umgekippt.
Der 59-jährige Fahrer des Sattelzuges konnte sich danach nicht selbst aus seiner Zugmaschine befreien und musste von den Einsatzkräften der Feuerwehr gerettet werden. Vorsichtshalber brachte ihn ein Rettungswagen ins Krankenhaus. Am Abend teilte die Polizei mit, dass der Mann bereits wieder entlassen werden konnte. Bis kurz vor 15 Uhr war die Straße zwischen Birnischen und Wünschendorf gesperrt. Warum der LKW im Graben landete, ermittelt nun die Polizei. Offenbar, so berichteten die Polizeibeamten, war ein unbekannter PKW in einer scharfen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn geraten. Der Laster mit dem Auflieger musste ausweichen und kippte schließlich um. Der PKW fuhr davon. Zeugen, die den Unfall gesehen haben könnten oder Angaben zum flüchtigen Fahrer bzw. dem PKW machen können, sollten sich bei der Polizei in Marienberg unter 03735 6060 melden. Der CDU-Bundestagsabgeordnete Alexander Kraus veranstaltet am Dienstag, dem 17. August um 18.30 Uhr ein digitales Townhall-Meeting. Bei diesem Online-Forum stellt er sich den Fragen der Bürgerinnen und Bürger. Interessierte können zur Teilnahme einfach auf seiner Facebook-Seite unter facebook.com/das Erz im Herz vorbeischauen. Fragen können gerne in die Kommentare geschrieben oder per E-Mail unter kraus-cdu@t-online.de vorab eingereicht werden. Noch sieht sie ein bisschen hilflos aus, so allein auf den gläsernen Tellern, gebrochen wie das Gestein unter Tage im Erzgebirge. Doch daraus soll mal was ganz Großes werden, eine Schokolade für die Stadt. Birgit Medler von der Aktion Eine Welt ist schon ganz gespannt, wie die Einwohner von Eibenstock entscheiden werden. Die Vorbereitungsgruppe zur Fairtrade-Town-Kampagne kam auf die Idee, eine Stadtschokolade zu entwickeln. Das ist eine fair gehandelte Schokolade, die die Stadt Eibenstock trägt auf dem Bild und die für die Bürgerinnen dann zur Verfügung steht. Wir möchten gerne, dass die Bürger und Bürgerinnen der Stadt Eibenstock entscheiden, welche Schokolade sie als Stadtschokolade haben möchten, und haben dafür zwei verschiedene Schokoladen zur Auswahl. Na, welche darf es denn sein? Die fruchtige mit einer exklusiven Himbeerfüllung? Oder die klassische mit einem Innenleben aus Haselnuss, Nougat und Krokant? Eigentlich egal. Beides sind ganz schön lecker und man kann jetzt sogar davon naschen. Seit Mittwoch ruft der Eine Weltladen in Eibenstock auf, hier zu probieren und abzustimmen. Die zur Wahl stehenden Schokoladen stammen übrigens beide aus der österreichischen Schokoladenmanufaktur Zotter. Die gilt als besonders kreativ und vielfältig, was ihre 500 verschiedenen Sorten beweisen. Fair gehandelt und ökologisch nachhaltig. So, tief durchatmen. Eine ganze Reihe von Verkehrsbehinderungen werden aus und für Schwarzenberg gemeldet. Aufgrund von Tiefbauarbeiten für den Straßenausbau ist seit Ende Juli für die Sachsenfelder Straße zwischen der Einmündung am Wäldchen und der Zufahrt Sachsenfelder Straße 97 eine Vollsperrung ausgeschildert. Die Zufahrt für Anwohner ist über den Parkplatz für Sonnenbadbesucher möglich. Eine Ersatzhaltestelle für den Busverkehr wurde auf Höhe des Sonnenbades an der Sachsenfelder Straße eingerichtet. Die Vollsperrung dauert voraussichtlich bis 1. Oktober. Die Straße am Fichtbusch zwischen den Hausnummern 28 und 52 ist voraussichtlich noch bis zum 24. September für den Fahrzeugverkehr gesperrt. Grund hierfür sind Tief- und Kanalbauarbeiten. Von beiden Seiten ist das Heranfahren bis zur Baustelle möglich. Bis zum 3. September wurde die Vollsperrung des Bockauer Weges zwischen dem Abzweig Heiligackerweg aus Richtung Ölpfannerweg kommend und dem Abzweig am Silbergang verlängert. Die Zufahrt Richtung Siedlerweg ist über die Straße am Silbergang und den Heiligackerweg möglich. Im Auftrag der Stadtwerke Schwarzenberg GmbH werden Medienleitungen verlegt. Im Stadtteil Sachsenfeld ist in der Clara-Zetkin-Straße auf Höhe Hausnummer 17, das ist die ehemalige Kaufhalle, vom 16. bis voraussichtlich 27. August die Durchfahrt nicht möglich. Grund für diese Vollsperrung ist die Herstellung von Hausanschlüssen. Die Haltestelle für den Busverkehr Abzweig Friedrich-List-Straße entfällt während der Bauzeit.
In der Talstraße haben Anfang August Tiefbauarbeiten zur Herstellung von Hausanschlüssen begonnen. Die Arbeiten finden unter Vollsperrung statt. Die Sperrungen betreffen den Bereich auf Höhe der Hausnummer 8 und den Bereich bei den Hausnummern 7 und 14. Und in Grandorf wird der Ausbau des Hochgeschwindigkeitsbreitbandnetzes weiter vorangetrieben. Seit dem 11. August bis voraussichtlich 28. August wird die Grünstädtler Straße zwischen der Breitenbrunner und der Rittersgrüner Straße zur Baustelle. Die Arbeiten erfolgen unter Vollsperrung für den Fahrzeugverkehr. Weitere Straßensperrungen finden Sie auf rztv.de im Nachrichtenbereich. Nachdem im vergangenen Jahr ein Wassertrampolin neu ins Auerhammer Freibad Einzug gehalten hatte, war in der Saison 2021 die Santa Maria plötzlich verschwunden. Der Krabbenfänger en Miniature litt an Altersschwäche und musste sicherheitshalber abgebaut werden. Dennoch hatte sich das Spielschiff tief in die Herzen der Badbesucher eingegraben. Columbus Santa Maria wurde einst begleitet von Ninja und Pinta. Und die Ninja entsteht gerade im Bad. Also wir haben vor 15, 20 Jahren schon mal das Vorgängermodell gebaut. Und das wurde verschlissen, vermutet. Und so kam dann die Idee, eigentlich die Santa Maria 2 zu bauen, aber es ist dann jetzt eine Nina draus geworden. Wir werden nächste Woche, Anfang der nächsten Woche noch zwei, vielleicht drei Tage noch zu tun haben. Und ja, wir machen das ja bei uns in Eibenstock, haben wir eine Kreativwerkstatt. Eine Holzwerkstatt, wo wir auch ganz gut technisch aufgestellt sind und eben verschiedene Sachen wie das Schiff und Sitzraufen auf kleinere Sachen und solche Dinge halt herstellen. Erste Eindrücke vom neuen Spielgerät gibt es zumindest erstmal nur auf Fotos. Kommende Woche wird es aber endlich dastehen. Das Wetter lädt dann hoffentlich zu einem Freibadbesuch ein. Täglich ist hier von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Bei schönem Wetter sogar bis 20 Uhr. Die Saison geht noch bis Mitte September. Aufgrund erforderlicher Reparaturarbeiten am Schrägaufzug in Schwarzenberg muss dieser am Dienstag, dem 17. August, ab ca. 7 Uhr außer Betrieb genommen werden. Gegebenenfalls sind bereits im Vorfeld kleinere Arbeiten erforderlich, wobei der Aufzug dann kurzzeitig nicht nutzbar ist. Sobald die Reparatur abgeschlossen ist, wird die Anlage wieder in Betrieb genommen. Die genaue Dauer wird erst nach Ausbau des defekten Teils eingeschätzt werden können, heißt es von der Stadtverwaltung. Seit dem vergangenen Jahr wird die Verkehrskonzeption der Kreisstadt Annaberg-Buchholz fortgeschrieben. Im Juli fand dazu eine Bürgerinformation statt. Dadurch war Gelegenheit, sich aktiv in das Verkehrskonzept einzubringen. Das hierfür beauftragte Ingenieurbüro für Verkehrsanlagen und Systeme IFAS aus Dresden führte bereits Analysen in den Bereichen motorisierter Verkehr, Radverkehr, öffentlicher Verkehr, Fußgängerverkehr und ruhender Verkehr durch. Damit verbunden waren umfangreiche Verkehrserhebungen im gesamten Stadtgebiet. Bei einer Befragung von Fußgängern und Radfahrern brachten sich rund 800 Personen ein, die teilweise zu guten Ideen führte, resümierte die Stadt. Themen des Treffens waren unter anderem der Schwerpunkt Wolkensteiner Straße in Hinsicht auf einen Fußgängerüberweg, Verringerung des Durchgangsverkehrs sowie als Gefahrenpunkt für Radfahrer. Oder die Klosterstraße und Große Kirchgasse angesichts bestehender Konflikte zwischen Fußgängern und dem Schwerverkehr. Thematisiert wurden auch bestehende Gefahrenstellen vor Schulen bzw. auf Schulwegen und Schwachstellen bei den Radverkehrsanlagen. Im nächsten Schritt werde durch das IFAS in Zusammenarbeit mit der Stadtverwaltung und anderen Fachgruppen ein Maßnahmekonzept entwickelt, hieß es zur Fortführung. Es diene im Anschluss zur Vorbereitung und Entscheidung von Maßnahmen der Verkehrsinfrastruktur in den kommenden 15 Jahren. Ob und wann entsprechende Maßnahmen umgesetzt werden, hänge von der kurz- bzw. langfristigen Realisierbarkeit ab. Auch finanzielle Aspekte müssten berücksichtigt werden. Und noch unser Ferientipp, da könnte man ja auch mal an die berufliche Zukunft denken. Die Arbeitsagentur Annaberg-Buchholz lädt alle Jugendlichen, die zurzeit noch ohne Ausbildungsplatz für dieses Jahr sind,
am 17. und 19. August von 13 bis 18 Uhr zu regionalen Ausbildungsbörsen in ihre Geschäftsstellen ein. Aktuell seien noch über 700 Ausbildungsstellen mit Start in 2021 zu besetzen. Über 250 Jugendliche seien noch auf der Suche nach einer passenden Ausbildung. Es ist uns wichtig, zum Start des aktuellen Ausbildungsjahres für diejenigen da zu sein, die entweder noch immer keine Ausbildungsstelle gefunden haben oder noch unschlüssig sind oder doch lieber Plan B angehen wollen. Das Erzgebirge bietet eine Vielzahl an freien Ausbildungsangeboten, auch in eurer Region. Unsere Experten warten mit vielen konkreten Angeboten auf, sagt Katrin Steyer, Geschäftsführerin operativ der Agentur für Arbeit Annaberg Buchholz, und ergänzt: Unsere Profis stehen an diesen Tagen für individuelle Einzelgespräche zur Verfügung, unterstützen bei der Kontaktaufnahme mit den Firmen, checken Bewerbungsunterlagen und beraten zu Praktika sowie weiteren Alternativen. Nutzen Sie die Chance, ins Gespräch zu kommen und im Herbst 2021 erfolgreich in eine Ausbildung zu starten. Am 17. August von 13 bis 18 Uhr werden Interessenten in den Geschäftsstellen der Arbeitsagenturen Annaberg Buchholz und Stolberg erwartet. Am 19. August auch zwischen 13 und 18 Uhr in den Standorten Marienberg und Aue. Sprüche aus aller Welt. Gemalte Blumen riechen nicht. Aus Deutschland. Blüten sind keine Früchte. Aus den Niederlanden. Viele Informationen zum Wochenschluss, da kann man mit unseren Sprüchen zumindest mal kurz pausieren. Denn schon jetzt reihen wir wieder Fakt an Fakt. In unserer Reihe 5 Fakten über wollen wir Scheibenberg mal unter die Lupe nehmen. 5 Fakten über die Bergstadt Scheibenberg. Erster Fakt. Scheibenberg zählt rund 2000 Einwohner. Zweiter Fakt. Die Stadt liegt nordwestlich des gleichnamigen Berges auf einer Höhe von rund 600 bis 670 Metern Höhe. Dritter Fakt. Der Berg Scheibenberg ist mit 807 Metern Höhe der höchste Punkt der Stadt. Auf dem Berg befindet sich ein Aussichtsturm. Vierter Fakt. Wegen seiner wissenschaftsgeschichtlichen Bedeutung gehört der Berg mit seinen Basaltsäulen, auch als Orgelpfeifen bekannt, zu den nationalen Geotopen Deutschlands. Fünfter Fakt.
2022 kann Scheibenberg das Jubiläum 500 Jahre Stadtrecht feiern. Das Stadtrecht bekam die Siedlung am 31. Mai 1522 von Kurfürst Friedrich und seinem Bruder Johann verliehen. Damit sind wir am Ende des aktuellen Teils unseres Programms. Ich möchte noch darauf hinweisen, dass am Sonntag 10 Uhr und 18:30 Uhr wieder die Kirchenredaktion an der Reihe ist. Wir zeigen Ihnen eine Zeltandacht aus Niederlauterstein zu diesen Zeiten. Ich wünsche Ihnen schon mal ein schönes Wochenende und lade Sie ein, dran zu bleiben, denn gleich geht's in die Wochenendverlängerung. Diesmal mit Pilzen. Ja, die Pilzsaison hat schon begonnen. Mit Igeln und mit Schnecken. Bis gleich also. Glück auf! Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Wie versprochen, es geht weiter im Programm von ERZTV. Glück auf noch einmal. Jetzt mit allerhand Getier und einem Spaziertipp zu einer Bank. Zu Beginn aber schon mit der Erkenntnis, dass die Pilzsaison begonnen hat. Ja, die Pilzsaison mit Z und nicht mit S wie Bier. Letztere hat, glaube ich, irgendwie immer Saison. Aber die Pilzsammler stehen schon in den Startlöchern, haben teilweise schon gute Körbe aus dem Wald geholt. Der gut feuchte Sommer 2021 hat den Wäldern bislang ja gut getan. Wer sich nun zur Pilzejagd aufmacht, dem sei noch gesagt, lange Kleidung wegen der Zecken ist das Mittel der Wahl und auch nur so viele Waldfrüchte aus dem Wald tragen, wie auch erlaubt ist. Das kann schon mal ein guter Korb voll sein. Und der Kollege Gerald Nözel hat schon richtig was gefunden. Die Regenschauer der letzten Wochen haben unseren erzgebirgischen Wäldern Gutes getan. Nicht nur für die Bäume, die vielen Sträucher und schließlich auch den Tieren. Das Nass von oben hat auch die Pilzsaison eröffnet. Noch ist die Ausbeute allerdings gering. Ganz normal für einen Hochsommer. Wer jetzt mit der Hoffnung in den Wald geht, ihn nach kurzer Zeit wieder mit vollem Korb verlassen zu können, der wird enttäuscht. Besser, man kennt seine Stellen und weiß, wo es sich lohnt, einmal näher hinzuschauen. Aktuell findet man den gemeinen Birkenpilz. Wo er vorkommt, sollte man auch mehrere Exemplare seiner Art finden. Der Maronenröhrling, uns auch besser als Braunkappe bekannt, ist schon zu finden.
Bei der Gelegenheit lässt sich auch gleich mal erwähnen, dass Pilze in den verschiedensten Regionen Deutschlands gleich mehrere unterschiedliche Bezeichnungen haben. Manche stehen sogar in Pilzbüchern. Den Rotfußröhrling findet man häufig in der Region. Er steht etwas verborgen im Gras oder versteckt unter Fichtenanflug. Leider sind diese Pilze oft schon von Pilzmarten befallen. Entfernt man das Futter, dann wird der Befall durch das Ungeziefer sichtbar. Einen Fruchtkörper untersuchen reicht. Ist der befallen, kann man davon ausgehen, dass auch alle anderen in der Nähe befallen sind. Dann den Rotfußröhrling einfach stehen lassen. Großer Hut mit braunem Stiel. Das ist der unbedeutende Samtfuß oder Holzkrempling. Er soll angeblich sehr bitter schmecken, jung aber essbar sein. Kommt also auf den Versuch an. Wer es testen mag, giftig ist er jedenfalls nicht. Ein Pilz, der die Lerche mag und wohlschmeckend zugleich ist, nennt sich gelber Lerchenröhrling. Auch dieser gelbe, schleimige Pilz steht oft nicht allein an Ort und Stelle. Wer die Fundstelle etwas genauer absucht, hat oft noch mehr Erfolg beim Sammeln. Weithin sichtbar ist die goldgelbe Koralle. Bei uns ist dieser Pilz eher unter dem Namen goldgelber Ziegenbart bekannt. Geschmacklich neutral kommt er aber trotzdem mit in die Pilzpfanne, denn das Auge isst ja bekanntlich auch mit. Diesen Kerl hingegen sollten Sie in der Pilzpfanne unbedingt vermeiden. Das ist der kahle Krempling. Ihn erkennt man am stark eingerollten, braunfilzigen Hut. Früher galt dieser Pilz noch als essbar. Das empfindet man heute allerdings ganz anders. Er ist giftig. Seine Toxizität kann im schlimmsten Fall sogar zum Tod führen. Verantwortlich dafür ist ein Allergen, das unser Blut zersetzen kann. Magen-Darm-Störungen sind dabei wohl noch das geringste Übel. Der kahle Krempling kann sogar zum Nierenversagen führen. Um diesen Pilz, der auch Umweltgifte in sich sammelt, sollte man also einen weiten Bogen machen. Viele weitere Arten machen sich im Pilzkorb nicht unbedingt gut. Der Schönfußröhrling zum Beispiel. Auch wenn sein Aussehen zum Mitnehmen einlädt, sein Markenzeichen ist der hellgrau gefärbte Hut. Der Fuß ist bauchig und oft leuchtend rot mit einem verschiedenfarbigen Netz überzogen. Bei Berührung oder aufgeschnitten färbt sich der Stiel leicht bläulich. Der Schönfußröhrling ist im Geschmack sehr bitter und auch leicht giftig. Der Geruch ist unangenehm säuerlich. Zu finden ist er auf sauren Böden, bevorzugt in Laub- und Nadelwäldern. Neutral weiß zeigt sich der Flaschenstäubling. Den kann man jung auch verspeisen, sofern sein Fruchtfleisch im Inneren noch weiß und fest ist. Auch dieser Pilz steht oft in Gruppen und nicht allein. Beim Pilzesammeln durch den Wald kommt man unweigerlich auch noch an anderen natürlichen Leckereien vorbei. So kann man buchstäblich im Vorbeigehen von der Himbeere oder auch der Kratzbeere naschen. Und auch der Holunder, den man am Waldrand findet, hat in der Küche seinen Einsatzzweck. Ein ausgezeichneter Speisepilz ist und bleibt der Steinpilz. Auch er ist jetzt zu finden und hat die Pilzsaison nicht verschlafen. Genau wie der flockenstielige Hexenröhrling. Das ist ein ausgezeichneter Speisepilz, der aber manchen Pilzsammler nach dem Abschneiden oft abschreckt, weil er sich stellenweise blau färbt. Das wird durch Säuren im Pilz verursacht, die in Verbindung mit Sauerstoff zur Blaufärbung neigen. Geht man auf Pilzpirsch, sollte der Sammler einem Grundsatz immer treu bleiben. Was man nicht ganz genau kennt, bleibt unberührt stehen. Denn Pilze wachsen nicht wegen uns Menschen, nur weil wir sie gerne essen möchten. Pilze, egal welcher Art und egal wo sie vorkommen, bilden mit Laub- und Nadelbäumen eine Symbiose.
Im Feinwurzelbereich der Bäume bildet sich die sogenannte Mykorrhiza aus. Darüber kommunizieren diese feinsten Geflechte untereinander. Man kann auch sagen, die Bäume reden miteinander. Wir sehen nur den Fruchtkörper. Darüber vermehren sich die Pilze und breiten sich aus. Der eigentliche Pilz, das Pilzgeflecht, auch Myzel genannt, wächst unter der Erde in der Humusschicht. Bei der Aufarbeitung des Waldes helfen die Pilze mit und besiedeln auch dickere Baumstümpfe. Sie werden mürbe und zerfallen irgendwann. So kommen sie in den Kreislauf der Natur zurück. Auch unter diesen Pilzen gibt es einige schmackhafte Arten. Zu nennen sei hier der graublättrige Schwefelkopf. Ihn findet der Pilzsammler im Spätherbst im Nadelwald, oft direkt am Holz von alten Wurzelstücken der Fichten, Tannen und Kiefern. Das Fruchtfleisch ist weißlich, zart und duftet angenehm pilzartig. Der Geschmack ist mild und ebenfalls angenehm. Aber Vorsicht sei auch hier geboten, denn sein naher Verwandter ist der grüne Schwefelkopf, der auch noch die gleichen Vorlieben hat. Zu erkennen ist der grünblättrige Schwefelkopf am gelblich bis schwefelgelben Stiel und den Lamellen. Dieser Pilz ist giftig und sein Geschmack unangenehm bitter. Sein Geruch erinnert etwas an überreifes, säuerliches Obst. Ein Pilz, den viele von uns kennen, ist der Hallimasch. Er zählt zu den Rindenschwämmen und ist ein Folgezersetzer von Holz. Er wächst vorwiegend in Gärten, Wäldern, mit vielen Wurzelstöcken und Totholz. Also überall, wo Nadelholzreste zu finden sind. Oft wächst er gesellig und in Büscheln. Sein Fleisch ist weißlich und der Geschmack ist etwas herb, kratzend und seifig. Beim Rohverzehr löst der Hallimasch unter Umständen auch ein Taubheitsgefühl im Hals aus. Danach kann es zu Durchfall oder Magen-Darm-Beschwerden kommen. Darum muss man den Hallimasch vor dem Verzehr mindestens 20 Minuten kochen und das Kochwasser wegschütten. Trotz der Unverträglichkeit im Rohzustand ist der Hallimasch nach dem Kochen ein guter und schmackhafter Speisepilz. Trocknen sollte man ihn aber nicht. Den größten Hallimasch in Europa soll es übrigens in der Schweiz bei Ofenpass geben. Hier erreicht das Myzel einen Durchmesser von rund 800 Metern und bedeckt damit eine Fläche von 35 Hektar. Das Alter dieses Hallimasch schätzen Experten auf rund 1000 Jahre. Der größte gefundene Hallimasch lebt aber in den USA, 9 Quadratkilometer groß und 600 Tonnen schwer. Das wohl größte Lebewesen überhaupt auf der Welt. Ja, die einen lieben sie und die anderen meiden sie, vielleicht aus Furcht oder Unkenntnis. Aber was wäre eine Welt ohne Pilze, ohne diese Aufbereiter, die ihr Tun meist im Verborgenen vollziehen und nur ab und an einige Fruchtkörper an die Oberfläche schicken, um sich durch asexuell entstandene Sporen zu vermehren. Das tun die Pilze aber nicht, um uns Menschen mit ihrem oft guten Geschmack zu erfreuen. Auch Pilze müssen sich nun mal fortpflanzen. Ohne diese Vielzahl der unterschiedlichsten Pilze sähe unsere Welt etwas anders aus. Aber einige unter ihnen sehen wir sehr gerne auch in unserer Küche, wo sie unseren Speiseplan ergänzen können. Das große Ärgernis ist ja immer wieder, wenn die Pilze schon angefressen sind. Das machen auch die Schnecken, von denen es in diesem Jahr irgendwie Millionen geben muss. Doch Schnecke ist nicht gleich Schnecke. Nicht jede frisst sich durch den Garten oder den Wald, als gäbe es kein Morgen mehr. Denken wir da nur an die Weinbergschnecke. Die traut sich nur an ohnehin welke Pflanzen und Pflanzenreste. Und sie kann die Population der anderen Schnecken dezimieren. Nicht, weil sie diese Schnecken frisst, sondern sie geht gelegentlich an deren Gelege. Weinbergschnecken sind also des Gärtners Freund. Und vieles andere Getier auch. Wenn die Nacht wieder einmal vorbei ist und der Tag beginnt,
beginnt auch für viele Insekten der Tag nur langsam. Der Trauerrosenkäfer hat die dunklen Stunden in einer Blüte verbracht und wartet nun auf die wärmenden Strahlen der Sonne. Die werden ihn wieder auf Tagestemperatur bringen, was die Pollensuche ein Stück weit beschleunigt. Der Trauerrosenkäfer Oxythyrea funesta, so sein wissenschaftlicher Name, zeigt sich in einem glänzenden Schwarz mit vielen weißen Punkten auf den Deckflügeln. Sein Halsschild hat zwei parallele Längsreihen mit je drei weißen Flecken. Junge Käfer tragen noch eine leicht struppige Behaarung, die nutzt sich aber über den Sommer hinweg ab. Auf der Suche nach Pollen durchstreift der 8 bis 12 mm große Käfer Wiesen und Gärten. Finden kann man den Trauerrosenkäfer in den Monaten Mai bis Juli, bei schöner Wetterlage auch darüber hinaus. Ursprünglich war der Trauerrosenkäfer in Nordafrika und im restlichen Mittelmeerraum zu Hause. Seine Ausbreitung geht wegen der stetigen Klimaerwärmung aber sehr rasch voran. Eine Studie von 2019 zeigt, dass sich dieser Käfer enorm schnell über ganz Deutschland flächendeckend verbreitet hat. Seit einigen Jahren ist er auch bei uns im Erzgebirge ein ständiger Gast. Der Trauerrosenkäfer wird nicht als Schädling eingestuft. Im Gegenteil. In Deutschland führt man diesen Käfer in der roten Liste mit Stufe 2 als stark gefährdet. Sollte der Trauerrosenkäfer auch einmal in Ihrem Garten auftauchen, dann seien Sie ihm ein guter Gastgeber. Eine Marmorwanze, die auch als Stinkwanze bezeichnet wird, nutzte die letzten Stunden zur Eiablage. Deutlich sind ihre Eier zu erkennen, die an einem alten Holunder haften. Lange Nase, Stachel oder Rüssel? Was hier wie ein Gast von einem anderen Stern aussieht, nennt der Wissenschaftler Corculio Nucum. Es ist der Haselnussbohrer. Und wer diesen 6 bis 8 mm großen Käfer das erste Mal zu Gesicht bekommt, dem fällt zuallererst natürlich sein bizarres Aussehen auf. Obwohl es in unseren Gärten viele Haselnussbüsche gibt, lebt er doch ziemlich verborgen. Das liegt auch an seiner guten Tarnung. Der Haselnussbohrer ist ein Käfer aus der Familie der Rüsselkäfer. Er hat seinen Namen nach der Tat. Das macht ihn für uns so unattraktiv. Die Haselnüsse bot er an und legt darin seine Eier ab. Besser gesagt, ein Ei. Vom Inhalt der Nuss ernährt sich dann die Larve des Käfers 4 Wochen lang. Wer den Haselnussbohrer schon als außergewöhnlich betrachtet, dürfte bei diesem Anblick noch mehr erstaunt sein. Überlange Fühler, ein stacheliges Hinterteil und 6 quergestreifte Beine. Dieses Ding ist nicht größer als ein Stecknadelkopf und sehr lebhaft. Hier ein Vergleich. Dieses winzige Insekt war im Bodensubstrat und auf dem Blatt vom Rhabarber zu finden. Aber auch dieses kleine Ding hat einen wissenschaftlichen Namen. Es ist Coreus marginatus, die Nymphe der Lederwanze. Die wird auch noch als große Randwanze oder Saumwanze bezeichnet. Anzutreffen ist das Insekt ab April. Eier legt die Lederwanze an verschiedene Ampfer- und Knötricharten, von Mai bis Juni. Ab Juli kann man dann die 5 Entwicklungsphasen auf deren Saugpflanze, also der Nahrungspflanze, miterleben.
In diesem Fall war es eben der Rhabarber. Inzwischen hat die Sonne ihre wärmenden Strahlen über den Horizont getragen und ganz andere Lebewesen im Garten mobilisiert. Das ist Helix pomatia. Man dürfte sie aber eher unter ihrem deutschen Namen Weinbergschnecke kennen. Helix pomatia ist eine gehäusetragende Landschnecke und kann eine Körpergröße bis 10 cm erreichen. Systematisch eingeordnet gehört diese bis 30 Gramm schwere Schnecke zu den Landlungenschnecken und zur Familie der Helicidae. Ihr wissenschaftlicher Gattungsname Helix bezieht sich dabei auf die Schraubenform ihres Gehäuses. Und wie bei allen Gehäuseschnecken besteht auch der Körper der Weinbergschnecke aus Kopf, Fuß, Eingeweidesack und Mantel. Ihr schützendes Schneckenhaus besteht aus Kalk und kann im ausgewachsenen Zustand 3 bis 5 cm groß werden. In den meisten Fällen hat das Haus eine rechtsgängige Schraubenform. Aber es kommt auch vor, dass die Windungen linksgängig sind. Solche Schnecken werden dann im Allgemeinen als Schneckenkönig bezeichnet. Die Augen der Schnecke sitzen am Kopf und sind als dunkler Punkt am Ende der Fühler deutlich erkennbar. Mit diesen Fühlern kann die Schnecke auch Gerüche aus ihrer Umgebung wahrnehmen. Mit den beiden unteren Fühlern tastet und schmeckt die Weinbergschnecke. Aber das sind nicht ihre einzigen Sinneszellen, die ihr Leben bestimmen. Auch vom Kopf bis hin zum Schwanzende besitzt Helix pomatia noch zahlreiche Sinneszellen, mit denen sie ihre Umwelt gut wahrnimmt. Hören kann sie aber nicht. Auch die äußere Atmung von Gehäuseschnecken stellt eine Besonderheit im Tierreich dar. Gut zu erkennen ist das Atemloch der Weinbergschnecke. Es befindet sich in der Mantelhöhle und ist mit vielen Blutgefäßen ausgestattet, die den Sauerstoff aufnehmen können. Eigentlich sind Weinbergschnecken ja schöne Erscheinungen. Nur ihr Ruf als Schnecke ist nicht immer der beste und bei Gärtnern mit vielen Vorurteilen behaftet. Helix pomatia ernährt sich aber ganz anders als die spanische Wegschnecke und sie fällt nachts oder nach dem Regen auch nicht über unseren doch so beliebten Salatkopf her, wie es die spanischen Nacktschnecken tun. Weinbergschnecken sind im Grunde Freunde der Gärtner. Ja, richtig, sie ernähren sich von weichen und welken Pflanzenteilen. Auch Algengewächse, die der Gärtner sonst mit Chemie bekämpft, hat sie zum Fressen gern. Diese werden von ihrer Raspelzunge, der Radula, sprichwörtlich zermahlen. Dafür sorgen rund 40.000 kleine Zähnchen, die sich darauf befinden. Weinbergschnecken können so zum nützlichen Helfer der Gärtner werden. Sind dann noch einige Büsche in unmittelbarer Nachbarschaft des Gartens, ist der Lebensraum fast perfekt. Dann kriecht die Weinbergschnecke auf einer dünnen Schleimspur dahin und verbringt nicht selten als guter Kletterer den Tag am Stamm oder im Geäst von Büschen. Der Schleim, auf dem sich die Schnecke fortbewegt, ist nicht sehr langlebig. Er besteht größtenteils aus Wasser und Proteinen, die im Normalfall schnell wieder in sich zerfallen. Der Schleim hat viele Funktionen. Zum einen dient er dem Kriechfuß als Schutz vor Verletzungen. Zum anderen ist er Schutz vor Austrocknung bei Hitze. Und er soll Fressfeinde abwehren.
Bei Angriffen von Insekten zum Beispiel ist es der Schnecke möglich, größere Mengen Schleim zu produzieren und diesen schaumartig aufzublasen. Weinbergschnecken brauchen einen Lebensraum, in dem sie ungehindert Kalk aufnehmen können. Den brauchen sie zur Stabilisierung ihres Schneckenhauses und zum Bau eines Schutzdeckels bei der Überwinterung. Ist nur wenig Kalk im Boden vorhanden, wird der schützende Deckel zerbrechlich, fast pergamentartig und bietet nur wenig Schutz. Gärtner können dem entgegenwirken, indem sie an einer schattigen Stelle im Garten zerstoßene Eierschalen oder Sepiaschalen platzieren. Die Schnecke nutzt sie als Kalkquelle. Weinbergschnecken leben nicht nur im Garten. Sie kommen auch in lichten, nicht zu trockenen Wäldern vor. Sie sind anpassungsfähig, wärmeliebend und standorttreu. Naja, ursprünglich beheimatet ist sie im westlichen bis mittleren Frankreich und auch in Südengland. Selbst in Schweden, Norwegen, bis nach Weißrussland ist sie heute anzutreffen. Hilfreich bei ihrer Verbreitung war sicherlich auch der Mensch. Der hat die Weinbergschnecken gern mal mit Knoblauch und Kräutern auf dem Teller. Frei anzutreffende Weinbergschnecken sind nach dem Washingtoner Artenschutzübereinkommen allerdings streng geschützt. In Deutschland haben sie den Schutzstatus besonders geschützt. Weinbergschnecken sind zweigeschlechtlich. Sie besitzen somit männliche und weibliche Keimzellen. Nur befruchten können sich diese Schnecken alleine nicht. Begegnen sich zwei Schnecken, beginnt ein interessantes Ringen, ein Liebesspiel, bei dem sich beide Schnecken Fuß an Fuß aufrichten und sich gegenseitig kleine Liebespfeile in ihren Körper treiben. Diese kalkähnlichen Pfeile sind mit einem stimulierenden Sekret bedeckt und steigern den Paarungserfolg. Das Liebesspiel kann sich dabei schon einmal über eine ganze Stunde hinziehen. War die Paarung erfolgreich, legen die Schnecken 4 bis 6 Wochen später 40 bis 60 weiße Eier. In der Regel ist es dann so, dass viele geschlüpfte Jungschnecken natürlichen Fressfeinden wie Milben, Ameisen, Nematoden und Vögeln zum Opfer fallen. Von 100 geschlüpften Schnecken erreichen im Durchschnitt nur 5 das geschlechtsreife Alter. Bei großer Trockenheit und Wassermangel im Sommer begibt sich die Weinbergschnecke in den sogenannten Trockenschlaf. Dazu verschließt die Schnecke den Eingang ihres Hauses mit einem Deckel. Dieser Vorgang ist für die Schnecke sehr komplex und hat auch Auswirkungen auf den Stoffwechsel. Erst wenn es über einen längeren Zeitraum regnet und sich genügend Feuchtigkeit im Boden befindet, entdeckelt sich die Schnecke wieder. Dann muss sie ausgiebig fressen, bis sie eine erneute Hitzewelle wieder dazu zwingt, in die Trockenstarre zu wechseln. Mit der Klimaerwärmung ist die Weinbergschnecke nun auch bei uns im Erzgebirge angekommen und sesshaft geworden. Geben wir ihr also den Raum, den sie zum Leben benötigt. Denn, wie schon gehört, im Gegensatz zu anderen Nacktschnecken ist sie nicht gierig auf unsere gärtnerischen Erzeugnisse. Und während am Boden die Weinbergschnecken ihren Tag gestalten, ist eine Etage höher Trichius fasciatus, der gebänderte Pinselkäfer auf Pollen- und Nektarsuche. Auch das ein seltener Gast bei uns im Erzgebirge. Der gebänderte Pinselkäfer wird in der Regel etwa 9 bis 12 mm groß und kommt in 3 Arten in Europa vor. Anzutreffen ist er auf Waldlichtungen und Waldrändern. Hier bevorzugt er Disteln, Heckenrosen, die Brombeere und Doldengewächse. Dieses Futterangebot teilt er nicht selten mit der roten Streifenwanze.
Vielschichtig ist das Leben um uns herum, vor allem im eigenen Garten. Hier kann man einiges tun, um den Insekten zu helfen. Manchmal reicht es schon, wenn man etwas nachlässiger agiert und hier und da auch einmal etwas liegen lässt. Aber vor allem gilt es, die Chemiekeule im Schrank zu lassen. Bringt man dann noch eine Samenmischung für Insekten und Wildbienen aus, kann man mit sich und seinem Gewissen fast schon im Reinen sein. Etwas Gutes hat man damit allemal getan. Entdecken Sie Rosa Xan. Wenn auch Sie zu den Menschen gehören, die unter Gelenkbeschwerden leiden und jede Bewegung schwerfällt, dann probieren Sie Rosa Xan. In Rosa Xan sind wichtige Nährstoffe für gesunde Knochen, Knorpel und Bindegewebe kombiniert. Die Hagebutte hemmt Entzündungen und fördert die Kollagenbildung. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. 100% natürlich. Fragen Sie in Ihrer Apotheke oder Ihrem Reformhaus. Kabeljournal GmbH. Ein Team erfahrener Spezialisten für Webseitenerstellung. Eine Homepage als Marketinginstrument ist heute unverzichtbar. Mit kreativen Ideen, wirtschaftlichen Konzepten, kompetenter Beratung und exzellentem Preis-Leistungs-Verhältnis sind wir Ihr Ansprechpartner. Nochmal willkommen und Glück auf. Von Pilzen und Schnecken war in dieser Sendung schon die Rede. So ein Schneckenfreund ist auch der Nuff-Nuff. Na, zumindest hatte uns das Kinderfernsehen der DDR glauben lassen, die Igel würden solche Laute von sich geben. Also von den Igeln ist die Rede. Possierlich, ja, aber auch gefährdet. Besonders wenn wir mit unseren hochtechnisierten Gartengeräten ans Werk gehen. The Sound of Summer. Regen und Wärme lässt den Rasen wachsen und gedeihen. Und der Hobbygärtner, die Landschaftspfleger oder die Hausmeister halten ihn kurz. Rasenmäher, Motorsensen und Trimmer knattern in die Umgebung. Die ganz Bequemen lassen einen Mähroboter für sich arbeiten. Doch wo sich's der Mensch bequem macht, müssen nicht selten die Tiere leiden. Sogar schrecklich leiden. Das sind Igel, die von Mährobotern, Motorsensen oder Rasentrimmern schwer verletzt wurden. Blutend, entstellt. Bilder, die einen nicht kalt lassen können. Wir treffen Katrin Effenberger. Ihr Verein Stachel & Co. Erzgebirge e.V. kümmert sich um die verletzten Tiere und klärt auf. Und das scheint notwendig zu sein. Immer mehr Igel müssen in der verletzten Station behandelt werden. Ja, das ist das größte Problem. So viele schlimm verletzte Igel, wirklich schlimm verletzte Igel und so viele eingeschläferte Igel, weil zu schwer verletzt, oder gestorbene Igel, weil zu schwer verletzt. Wie dieses Jahr hatte ich noch nie. Mittlerweile sind es um die 16 Igel, die Verletzungen davongetragen haben. Über die Hälfte ist gestorben oder eingeschläfert, weil gesplitterte Nasen und so schwere Verletzungen erfolgt sind, dass der Tierarzt nichts mehr machen kann. Zurzeit sind bei mir 12 kranke Igel drüben und verletzte Igel, die also sehen, dass sie wieder einigermaßen gesund wären. Das wird sicherlich mit Narbengewebe ausheilen. Manche werden ihre Augen verlieren, weil es die Augendeckel mit der Gesichtshaut mit abgezogen hat. Ist eine sehr, sehr blutige und sehr, sehr schmerzhafte Angelegenheit für das Tier. Mähroboter müssen über Nacht ausgeschaltet werden. Die meisten tun das, aber eben nicht alle. Zwar sagen die Hersteller, die automatischen Geräte würden anhalten, wenn sie auf ein Hindernis stoßen. Aber gerade die Anatomie des Igels lässt die Sensorik vieler Roboter vermuten,
es folge eine leichte Steigung. Das macht solche Verletzungen, wie sie Katrin Effenberger und ihr Team dokumentieren. Ja, das ist der erste Fall, der Opfer geworden ist eines Meerroboters oder einer Tellersense. Ist ein älteres Weibchen. Man sieht hier vorne noch ein Grind. Man sieht hier, dass die Stacheln wieder wachsen und das Fell. Hier, diese gesamte Haut war abgehoben. Da ist auch ein Stück abgestorben. Das hat die Tierärztin in einer OP entfernt. Die Gesichtshaut hing nach unten. Die Igelin hat Glück gehabt, dass sie ihre Augen behalten hat. Das hat nicht jeder. Und dass sie auch ihre Oberlider behalten hat. Weil wenn der Igel seine Augen nicht mehr schließen kann, trocknen die irgendwann aus und werden funktionsuntüchtig. Der Igel kommt zwar ohne Augen aus. Es gibt blinde Igel, die werden steinalt, weil für einen Igel ganz, ganz wichtig ist die Nase. Der hat Riechzellen, die vergleichbar sind mit dem Schäferhund. Der bei den Hunden das Allerbeste ist an den Riech. Der hat die meisten Riechzellen. Wenn beim Igel die Nase verletzt ist oder geschwollen ist, wird der auch nicht fressen. Weil er dann sein Essen nicht riecht, dann muss er gefüttert werden. Wie gesagt, das Fell hier ist heller, das ist heller nachgewachsen. Hier drunter, das ist noch im Abheilen begriffen. Der wird also noch etwa 2 Wochen in der Station bleiben müssen. Aber ich vermute, die Igelin kann dann wieder ein igelgerechtes, eigenständiges Leben führen. Wird von der Familie, die sie gefunden hat, wieder geholt. Und das Mädchen der Familie hat sie Lola getauft, weil sie durfte das. Seit wir wissen, dass es ein Mädchen ist, da dürfen dann die Kinder und Jugendlichen immer mal einen Namen sponsern. Bei mir gibt es nur Nummern im Eingangsbuch, weil ich ein Tierbestandsbuch führe. Aber ich kann mir nicht im Jahr, habe ich 200 Igel Durchlauf, 200 Namen fallen mir dann beim besten Willen nicht ein. Ganz normale Rasenmäher und Motorsensen bzw. auch einfach Rasentrimmer tragen zu dieser traurigen Entwicklung bei. Nicht selten erwischt es ein Tier, das am Tage im hohen Gras oder Gebüsch Schutz sucht. Denn Igel sind nachtaktiv. Es sind Säugetiere, von denen es 26 Arten gibt. Hier in unseren Breiten treffen wir typischerweise den Braunbrustigel an. 6.000 bis 8.000 Stachel trägt er, die er aufrichten kann. Eigentlich sind das ja modifizierte, hohle Haare. Und nein, manchmal darauf aufgespießte Blätter oder Früchte sind nicht die Nahrung, die er trägt. Es ist eher Zufall. Insekten, Larven, Ringelwürmer, das sind die Leibspeisen. Nur selten knabbert er auch mal an Wurzeln oder Früchten. Einmal im Jahr, selten zweimal, bringt Frau Igel nach 30 bis 48 Tagen Tragezeit im Durchschnitt 4 bis 5, manchmal auch bis zu 11 Junge zur Welt. Er ist ein gern gesehener Gast im Garten und mit wenig Aufwand kann man viel tun. Ein igelfreundlicher Garten, der muss keinen Rasen haben, der nur 1 Zentimeter kurz ist. Da darf es auch mal wie hier aussehen, dass meinetwegen eine Ecke, Gras, Bauerngarten mit Blumen auch mal blühen darf. Da kommen Insekten, da kommen Würmer, da kommen Schmetterlingsraupen, die auch wieder Nahrung für Vögel oder Igel sind. Da darf mal ein Reisighaufen liegen bleiben, da sollten Blätter liegen bleiben als Nistmaterial für einen Igel und es sollten ein paar Ecken im Garten vorhanden sein, wo sich ein Tier versteckt. Unter Koniferen, unter Büschen, unter Hecken. Und wenn man dann mäht, kann man doch mal kurz die Äste anheben und mal drunter gucken, ob da vielleicht über den Tag ein Tier ruht, was nachtaktiv ist. Und schon wäre das ganze Theater gar nicht passiert. Man möchte meinen, diesem niedlichen Gesellen kann und möchte doch keiner was antun. Die Vereinsleute von Stachel und Co. Erzgebirge in Lugau kennen das aber auch anders. Beklagen die Verrohung der Menschen. Das fängt schon im Kindesalter an. Man hatte damals über Facebook die 5 Igel, die man vor Laster gerollt hatte, Kinder. Da gab es Riesenkrach. Ich habe einen Igel, mit dem ist Fußball gespielt worden auf einem Spielplatz im Herbst letzten Jahres. Zum Glück hat eine Mutti, die dort mit ihrem Kind war, das Tier eingesammelt und mitgebracht. So, das ist der Fußball. Der ist jetzt noch sehr klein und dünn. Der kann auch nicht alleine, der kann laufen, kriechen mehr.
Ist sehr langsam mit dem Zusammenrollen, würde also in der Natur noch nichts werden. Es wird sich jetzt zeigen, ob er eine Art Physiotherapie das Laufen lernt. Der kann alleine essen. Der hat sehr schön Winterschlaf gehalten, das war auch erst noch gar nicht klar. Der hat sicherlich einen Schlag auf den Kopf gekriegt, das verursacht derartige Ausfälle, hat eine extreme Kopfschiefhaltung und er kriecht. Er ist aber noch nicht in der Lage, wirklich zu laufen und sich wie ein Igel zu bewegen. Mittlerweile steht der Igel schon auf der Vorstufe zur roten Liste der gefährdeten Arten. Und noch vieles mehr macht ihm das Leben schwer. Manch einer hält sich ihn als Haustier. Das bringt die Tierschützer auf die Palme. Ein Igel ist kein Haustier. Auch wenn der Verein einige der aufgepäppelten Exemplare in Gärten abgibt. Aber dort darf er eben ein Igel sein und Ungeziefer vertilgen, ohne dass er eingesperrt ist. Dem Igel würde es ganz sehr helfen, wenn in heißen Sommern eine flache Wasserschale zur Verfügung stünde, weil ganz viele Igel auch dehydrieren, wenn sie nicht trinken können. Über 30 Grad hat jedes Tier Durst. Dort baden die Vögel drin, dort trinkt der Igel, da trinkt auch meine Maus oder ein Marder. Egal wer, die haben alle Durst, die gehören alle zu unserem Ökosystem, die sollten alle irgendwie ihr Auskommen finden und durch die Klimaveränderung ist es für die Tiere schwer. Milch wäre aber keine gute Idee. Die verträgt kein Igel. Die Jüngeren können sogar daran sterben. Viel Aufklärungsarbeit für den Verein, der sich vor noch nicht langer Zeit in Lugau gegründet hat. Stachel steht für die Igel und Co, das sind dann die Kofelle, die uns so gebracht werden, Vögel, Tauben, Katzenbabys, große Katzen helfen wir bei der Vermittlung, Hunde helfen wir bei der Vermittlung, also alles, was so noch anfällt an Tieren. Also es bestand eine Igelstation im Tierschutzverein Stolberg, die ist aber zum Jahresende 2018 ausgegliedert worden und da bestand dann keine Möglichkeit mehr für die Spender, Spendenbescheinigungen auszustellen. Damit drohte die ganze Sache kaputt zu gehen, zu sterben. Und da haben sich ein paar Enthusiasten zusammengeschlossen und haben wir uns im Februar 2019 als Stachel und Co. Erzgebirge als Verein gegründet, um die Igelstation am Leben zu erhalten. Eine Internetseite kommt bald. Über Social-Media-Kanäle ist der Verein schon jetzt erreichbar. 23 Mitglieder gibt es schon. Neue Mitglieder seien herzlich willkommen. Auch Spenden. Telefonisch sollten sich Interessenten melden und auch diejenigen, die ein verletztes Tier gefunden haben. Denn zum Schutz der Tiere wirbt der Verein nicht aktiv mit seinem Standort in Lugau. The Sound of Summer. Er klingt sicher noch besser, wenn jeder etwas mehr Rücksicht nimmt auf die Tiere, die durch uns Menschen verletzt oder gar getötet werden könnten. Nicht nur auf der Straße. Ich hatte es schon mal in der aktuellen Sendung, aber das muss ich Ihnen noch mal erzählen. Wissen Sie, was mutig ist? Ja, mutig ist, wer sich trotz deftigem Alkoholkonsum ans Steuer setzt. Sollte man nicht tun, das wissen alle. Grandios über die Stränge schlägt aber der, der dann noch hupt, wenn er in diesem Zustand an einem Polizeiauto vorbeifährt. Das weiß ein 26-Jähriger jetzt auch, denn der war nach einer solchen Aktion auch nicht mehr in der Lage, auf der Auerstraße in Stolberg die Spur zu halten. Die Polizisten folgten dem Fahrzeug bis zur Zwönitzer Straße. Dort stoppten sie den Seat. Der Fahrer war tatsächlich mit 1,76 Promille unterwegs. Naja, der Weg zum Revier Stolberg auf der Zwönitzer Straße war dann nicht mehr weit. Und jetzt kann sich der junge Mann nach ausgiebigen Wanderungen auf dieser Bank erholen. Eine Bank und ihr Blick. Immer wieder hört man von engagierten Bürgern aus dem erzgebirgischen Auerbach, die entlang der alten Bahnstrecke Veränderungen vornehmen, die letztendlich der Allgemeinheit zugutekommen. Ein solcher ist Rainer Schulze. Nachdem der Friseurmeister mit dem Karzel einen einzigartigen Hingucker geschaffen hatte, sollte nun ein weiteres Projekt folgen. Ich habe eine Sitzgruppe geplant.
Das ist auf Wunsch einiger Rentner, die jeden Mittag hier laufen. Das ist die Bank, die draußen schon am Kastel steht, zu klein. Und die wollen ja was Größeres haben. Und da habe ich gedacht, da können wir doch mal was machen. Und der Nachbar hinne, der ein Wald hat, der Dino, der hat sich bereit erklärt, das Holz zu spenden. Ja, und da wird die Hausen rechts am Kastel dann stehen, die Bank. Das einzigartige Design hatte Rainer damals schon im Kopf. Und so begann er bereits im Mai 2021 mit der Umsetzung. Mit Kettensäge, Winkelschleifer und Notstromaggregat zieht es den kreativen Mann, so oft es geht und seine Zeit es zulässt, an einen neuen Schaffensort gleich unterhalb vom Karzel an der alten Bahnstrecke. Immer wieder Schubkarre vollpacken, wenn nötig 3-4 Mal laufen, um alle Geräte vor Ort zu haben und das Projekt voranzutreiben. Einzigartig und auffällig soll die neue Sitzgruppe werden. Keine 0815-Bank, an der man vorbeigeht, ohne sie wirklich zu bemerken. Und bei dieser Sitzgruppe setzte Rainer Schulze sogar seine Schnitzmesser ein. Für einige erdachte Ornamente ist die Kettensäge eben zu grob. So sagte Rainer, fein, filigran und glatt soll es werden, ohne störende Faserung des Fichtenholzes. Schließlich sollen ja auch die Benutzer der Sitzgruppe zufrieden sein. Auch ein Platz, an dem die Sitzgruppe einmal stehen soll, war schon auserkoren, genau wie der Name. Skarzeleck. Es vergingen noch Tage und Wochen, bis es dann am 2. August 2021 soweit war und die neue Sitzgruppe zur finalen Aufstellung gebracht wurde. Nun konnten auch die zahlreich erschienenen Gäste das erste Mal die Arbeit von Rainer Schulze bewundern. Nach welchen Ansinnen wurde die Sitzgruppe geschaffen? Also gewünscht war eine riesengroße Bank, dass viele Leute drauf gingen. Und da habe ich gedacht, wenn man die nur in eine Länge macht, ist sie dann Apple beschissen. Und da habe ich gedacht, dann machen wir eine dreieckige mit einem, in der Mitte eine Figur und rechts und links dann so ein Hocker, wo sie dann am dort steht und da gehe am jetzt 8 Mann drauf. Musikalisch wurde diese Aktion von Christoph Weber begleitet. Er gab mit seiner Trompete dem Ganzen einen feierlichen Anstrich und verkürzte die Wartezeit bis zur vollständigen Einweihung. Die anwesenden Gemeindevertreter waren über so viel Engagement sichtlich begeistert. Also es ist schön, dass es solche Bürger von Auerbach gibt, die in ihrer Freizeit vieles tun. Dieser Radweg soll ja mal ein bisschen noch ausgebaut werden als Radweg und Wanderweg bis zum Grauschen Deich. Und das sind solche Sachen wie das Kapsel oder weiter oben, das mit der Schmalspurbahn, das ist, was der Herr Melzer macht. Das ist einmal frei für Auerbach und wir als Gemeinderäte auf Landwehr aus Utte und wir unterstützen das voll und wir möchten uns ganz sehr beim Rainer bedanken, dass er so viel Zeit, finanzielle Mittel hier aufwendet, um unseren Ort ja, schöner zu gestalten. Nur noch wenige kleine Handgriffe sind nötig, um die Sitzgruppe richtig zu positionieren. Aber einige nutzten schon mal die Gunst der Stunde für ein kleines Probesitzen. Wie seid ihr denn mit der Umsetzung von Rainer zufrieden? Sehr schön. Sehr schön.
Wir können doch auch mal Kaffeekränzel machen. Können wir auch mal machen, ja. Aber es ist noch keine Kaffeemaschine und kein Strom da, also sieht es noch schlacht aus. Aber sehr schön gemacht. Ja, ja. Tisch dazu, ne? Mit Tisch, schön. Sehr, sehr schön. Ob Rainer das noch umsetzen kann, steht in den Sternen. Was Rainer nicht ahnte, fast alle brachten zum ersten Ausprobieren der neuen Sitzgruppe Skarzeleck etwas mit. So gab es Bier, Sekt, ein kleines Schnäpschen und eine Speckfettbäm. Dann gesteht uns Rainer, dass es ohne tatkräftige Hilfe nicht zur Umsetzung gekommen wäre. Dafür möchte er sich bei seinen Helfern auf diesem Weg herzlichst bedanken. Also ich möchte mich bei den zwei Herren recht herzlich bedanken. Der Dino und der André, die haben sehr mitgeholfen. Ohne Dino wäre das nicht gegangen mit der Technik, was da mit dem Bagger das ja ausgeschachtet hat und planiert hat. Und die haben da auch viel Geld investiert und haben den ganzen Frostschutz gekauft. Und da nochmal vielen Dank bei den beiden. Haben wir gerne gemacht. Gerne. Das nächste wird wahrscheinlich was für der 550 Schaffeier. Da habe ich mit dem Dieter abgesprochen, der möchte es gerne haben. Was sagen wir noch nicht. Wird eine Überraschung auch. Ja, und mal sehen. Was Rainer noch für Überraschungen in sich trägt, bleibt vorerst sein Geheimnis. Man darf gespannt sein. Schön, dass es noch solche Menschen gibt. Und schön, dass man sich an ganz vielen Stellen hier im Erzgebirge einfach so mal setzen und die Natur genießen kann. Ist doch auch fast wie Urlaub. So, Schluss jetzt. Auch mit dieser Sendung. Wir sind am Ende angelangt. Wenn Sie Urlaub haben, dann eine schöne Zeit. Allen anderen natürlich auch. Ich hoffe, Sie bleiben unserem Programm treu. Wir sehen uns. Bis bald. Glück auf.